Aber der Grund der heutigen Pressekonferenz ist, wie bereits erwähnt, das zweijährige Jubiläum, als Herbert Kickl Bundesparteiobmann der FPÖ geworden ist. Und Herbert Kickl ist damals vor allem mit einem Versprechen an die Delegierten des Parteitages, aber auch an die Bevölkerung Österreichs herangetreten. Zwar hat er gesagt, er will eine starke, mutige und eine kämpferische FPÖ in diesem Land etablieren. Und ich glaube, dieses Versprechen hat er vor allem im Schulterschluss mit der Bevölkerung auch gehalten. Es gibt immer mehr Vertrauen in Richtung Herbert Kickl und in Richtung der Freiheitlichen Partei Österreichs. Man kann durchaus davon sprechen, dass die Freiheitliche Partei unter Herbert Kickl die Schwarzkommunisten in der Bundesregierung vor sich hertreibt. Also ich glaube, auch das ist ein Versprechen, das eingelöst worden ist. Und eines ist auch Faktum, wenn man sich anschaut, wie die restlichen Parteien dieses Landes gerade beschäftigt sind, hat sich auch herauskristallisiert, dass die FPÖ unter Herbert Kickl die einzige stabile Partei in diesem Land ist. Ich darf nur darauf verweisen, die ÖVP ist mit Korruption ohne Ende irgendwie beschäftigt, weiß gar nicht, was sie kommunizieren soll. Das geht sogar so weit, dass man dann sogar einen Russland-Konflikt in Österreich sieht und so weiter und so fort. Und ja, die SPÖ hat sie nicht nur mit Rechenfehlern, sondern auch mit Eitelkeiten selbst aus dem Rennen genommen. Also auch das, glaube ich, gilt es zu erwähnen. Somit die Freiheitliche Partei die einzige stabile Kraft in diesem Land. Und mag schon sein, dass es vor allem auch in der Presse nicht gerne gesehen wird, dass die FPÖ stark und stabil ist. Wenn man es aber trotzdem auf Fakten basierend bewerten möchte, dann empfehle ich einen Blick auf die letzten Landtagswahlen in Tirol, in Niederösterreich, in Kärnten und in Salzburg. Ich glaube, diese Wahlergebnisse sprechen für sich. Und wer es dann immer noch nicht wahrhaben möchte, der möge doch die aktuellen Umfragen auch bewerten und sich ansehen, wo die Freiheitliche Partei mit Abstand den ersten Platz einnimmt. Und vielleicht auch einfach nur zu sehen, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, das macht man vielleicht auch daran fest, dass man sich die Umfragewerte der Freiheitlichen Partei zu dem Zeitpunkt anschaut, wo Herbert Kickl die Partei übernommen hat. Im Jahr 2021, da lag die FPÖ bei 18% und jetzt sind wir durchgängig in den Meinungsumfragen in einem Bereich zwischen 28% und 30%. Ich glaube, auch das spricht eine sehr, sehr eindeutige Sprache. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Wie hat die FPÖ das Vertrauen der Bevölkerung erreichen können? Und ich glaube, das ist relativ leicht zu erklären. Es hat eine Einheitspartei in diesem Land gegeben, die bestand aus ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen, die vor allem eines gemacht haben, sie haben gemeinsam die Bevölkerung dieses Landes im Zusammenhang mit der Corona-Krise terrorisiert. Das kann man, glaube ich, ganz, ganz klar sagen. Und ich möchte doch noch einmal auf ein paar Stichworte verweisen. Es gab den Impfzwang. Es gab die 2G- und 3G-Schikanen. Es gab einen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, es gab einen Lockdown für Ungeimpfte. Man hat gesunde Menschen am Arbeiten gehen behindert. Man hat gesunde Menschen prophylaktisch in diesem Land eingesperrt. Soweit haben wir es damals gebracht. Und das ist mit ein Grund, warum die Bevölkerung ganz klar gesagt hat, so machen wir nicht weiter. Mit dieser politischen Kaste gibt es für uns jedenfalls keine Zusammenarbeit. Und bitte erinnern Sie sich an die Verfassungsministerin Edtstadler, die damals davon gesprochen hat, dass die Ungeimpften doch möglicherweise das Land verlassen sollten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Gesunde Menschen sollen das Land verlassen, weil sie gegen einen gesundheitlichen Eingriff waren und gegen dieses Regularium, das es damals gegeben hat. Da hat man in den Raum gestellt, dass Österreicher das eigene Land verlassen sollen. Also ich glaube, stärker geht es nicht. Gleichzeitig hat man aber natürlich die Grenzen für alle geöffnet, die wir hier nicht hergebeten haben. Das muss man auch einmal ganz klar sagen. Also erinnern wir uns an die Frau Edtstadler, was auch immer sie in ihrer politischen Zukunft noch machen wird. Was hat der Herbert Kickl in der Zwischenzeit gemacht? Er hat den Schulterschluss mit der Bevölkerung gesucht. Er hat eine Freiheitstour gemacht. Er hat gemeinsam mit der Bevölkerung auch lautstark auf der Straße seinen Unmut kundgetan gegen das, was uns diese Regierung auferlegt hat. Und ich glaube, das war einer der Schlüsselmomente, wo auch die Bevölkerung verstanden hat, dass es nur eine politische Kraft gibt, die auf ihrer Seite steht. Und das war die
Freiheitliche Partei. Und das sowohl bei den vielen, vielen Kundgebungen, die es gegeben hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch mit sehr, sehr vielen Anträgen, die wir Freiheitliche, vor allem auch Susanne Fürst im Nationalrat eingebracht haben. Also auch das war ganz wichtig, dass wir das politisch definiert haben und auch immer vertreten haben. So kann man sich jetzt die Frage stellen, wofür steht die FPÖ unter Herbert Kickl? Die FPÖ unter Herbert Kickl steht vor allem für eines, für Normalität. Normalität ist das, was wir uns auf unsere Fahnen heften und das geht natürlich einher mit Selbstbestimmung und ja, gegebenenfalls natürlich auch mit einem entsprechenden Widerstand, den es im Parlament zu leisten gilt, aber auch natürlich bei diversen Kundgebungen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, genau das ist der Unterschied zu den anderen Parteien. Wir respektieren kritische Bürger. Wir geben kritischen Bürgern eine Plattform und wir machen vor allem eines nicht. Wir machen diese Bürger nicht zu Sündenböcken, wie es diese Einheitspartei von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS immer wieder gemacht hat. Wir haben gerade in der Corona-Krise auch nicht nur einfach protestiert, sondern wir haben auch einen Plan B aufgezeigt. Wir haben natürlich auch unsere Lösungsansätze präsentiert. Einzig und allein die Bundesregierung war es, die diese Pläne immer negiert hat, die diese Anträge in irgendwelchen Ausschüssen zu Tode vertagt hat und schlussendlich dafür gesorgt hat, dass sie parlamentarisch nicht diskutiert werden. Das ist auch eine Geschichte, die man vielleicht fertig erzählen muss, auch medial, denn darüber wird ja nicht mehr gesprochen. Man sagt immer nur, die Freiheitliche Partei kritisiert alles, bringt aber keine Lösungsansätze mitnichten. Im Gegenteil, wir haben unzählige Anträge gestellt, die Regierung hat sie vertagt und nicht einer parlamentarischen Behandlung zugeführt. Wenn wir uns erinnern, was diese Bundesregierung und die restliche Einheitspartei mit unseren Bürgern gemacht hat, dann muss man auch das noch einmal in Erinnerung rufen. Nicht nur, dass die Frau Edtstadler gesagt hat, man möge das Land verlassen, man muss sich bitte auch die Beleidigungen in Erinnerung rufen, die damals passiert sind. Ein Drittel oder mehr der Österreicher sind damals als Staatsverweigerer bezeichnet worden, als Nazis, als Rechtsextreme. Man hat diese Teile der Bevölkerung als Covidioten und Aluhutträger beschimpft und das nicht zuletzt auch vom Vizekanzler Kogler, der das mehrfach öffentlich im Parlament gesagt hat. Und ich glaube, auch das lohnt sich, dass man sich an diese Zeit zurückerinnert und genau deswegen auch weiß, warum es zu dieser Trendwende in der österreichischen Innenpolitik gekommen ist, weil sich die Menschen, und ich bin sehr stolz auf die Bevölkerung, das einfach nicht bieten lassen. Man lässt sich nicht von der Regierung einfach dauernd schamlos beschimpfen und das als Mögliche bezeichnen, sondern das führt zu einem Umdenken. Das musste sowohl die Bundesregierung, die Einheitspartei, aber auch die Medien mussten das in dieser Phase jedenfalls lernen. Also im Schulterschluss mit der Bevölkerung keinen Konflikt zu scheuen und Konflikte gegebenenfalls auch auszutragen, das ist jedenfalls das Merkmal von Herbert Kickl. Das Merkmal von Herbert Kickls Politik in den letzten 2 Jahren gewesen und es gibt ja auch einen Effekt, der dadurch erzielt worden ist. Es gibt ein Ergebnis und zwar, das ist der Beginn der Wiederherstellung der Normalität. Die Landtagswahlergebnisse zeigen uns, dass auch die Verhandlungen, die die Freiheitliche Partei in vielen, vielen Bereichen geführt hat, zeigen, dass es natürlich eine normative Kraft des Faktischen gibt und dass man mit einer entsprechenden Stärke auch gewisse Punkte umsetzen kann. Nicht zuletzt in Niederösterreich haben wir gesehen, dass es möglich ist, mit einem scheinbar übermächtigen Partner wie der ÖVP auch mal ganz klare Fronten abzustecken. Gerade das Corona-Entschädigungsfonds in Niederösterreich, der immer mit 30 Millionen Euro budgetiert worden ist, zeigt, dass es natürlich möglich ist, mit entsprechenden Wahlergebnissen auch eine freiheitliche Handschrift umzusetzen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, genau das ist das Ergebnis einer starken FPÖ. Das ist das Ergebnis von Wahlen. Das ist das Ergebnis von einem Schulterschluss mit der Bevölkerung und das ist auch der erste Pflasterstein, wenn man so sagen möchte, am Weg zu einem Volkskanzler Herbert Kickl. Wenn wir die Corona-Krise jetzt hinter uns lassen und vielleicht noch auf andere innenpolitische Themen achten, die es gibt, dann möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir Freiheitliche auch vor der Situation mit dem selbstverständlich verurteilungswürdigen Krieg von Russland gegen die Ukraine ganz klar unsere Themen gesetzt haben. Wir haben damals gesagt, wir sollten uns auf unsere Neutralität besinnen, wir sollten diese Neutralität leben und wir sollten uns vor allem nicht zum Teil eines Konfliktes machen lassen. Leider Gottes
ist das Gegenteil passiert und was sind die Ergebnisse daraus? Selbstverständlich Teuerung, Inflation, die Situation, dass der Mittelstand in Österreich eigentlich mehr oder weniger abgebaut ist und dass die Menschen nicht mehr wissen, wie sie sich das gegenwärtige Leben leisten sollen. Österreich hat sich selbst ohne Not zu einem Befehlsempfänger von Brüssel degradiert, man hat ohne Widerspruch bei Sanktionen mitgemacht und damit erst den Motor in Gang gesetzt, der schlussendlich für die Teuerungssituation, die jetzt vor uns liegt, gesorgt hat. Man hat eine erbarmungslose Kostenlawine gegen die eigene Bevölkerung in Kauf genommen, nur um in Brüssel und vielleicht auch in Washington sozusagen netter angesehen zu sein, und man hat schlicht und ergreifend auf die eigene Bevölkerung gepfiffen. Ich glaube, auch das muss man einmal klar sagen. Und auch hier, was Herbert Kickl und die FPÖ, die bereits vor über einem Jahr gesagt haben, wir müssen was gegen die Teuerung tun. Wir Freiheitlich haben einen 14-Punkte-Plan vorgelegt, der ähnlich wie auch bei unseren Corona-Maßnahmen natürlich in verschiedensten Ausschüssen verschüttet worden ist, vertagt worden ist, jedenfalls nicht zur Behandlung gekommen ist, wo aber sehr, sehr viele Ansätze drinnen stehen, wie wir rechtzeitig gegen die Teuerungslawine vorgehen hätten können, wie wir verhindert hätten, dass die Mieten explodieren, dass die Energiekosten explodieren und dass natürlich auch dieses unselige Zinsenspiel in Gang kommt, das vielen, vielen Familien jetzt massives Kopfzerbrechen bereitet, weil sie einfach nicht wissen, wie sie die Kredite für ihre Häuser und Wohnungen zurückbezahlen können. Alles das hätten wir bereits vor über einem Jahr vorgelegt. Alleine diese Bundesregierung hat es nicht wahrgenommen oder nicht wahrhaben wollen, dass es auch von freiheitlicher Seite einen Lösungsansatz gibt. Das heißt also, auch hier hat man immer das Falsche gemacht und nicht nur, dass man unsere Anträge ignoriert hat, nein, man hat noch mit zusätzlichen Belastungswellen gegen die Bevölkerung agiert. Ich möchte jetzt nur zum Beispiel die CO2-Steuer erwähnen, die natürlich zu einer massiven Teuerung gerade im Bereich von Energie geführt hat. Und wo man auch sagt, also das ist ja das Krankeste, was man als Regierung eigentlich machen kann in Zeiten einer massiven Inflation. Wir liegen ja aufgrund des Erfolgsprogramms der Regierung bei 9% Inflation, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und gerade in diesen Zeiten dann noch eine CO2-Steuer zu etablieren, deren Sinn niemand versteht. Ich glaube, das ist das Sahnehäubchen auf der ganzen Geschichte drauf. Und auch hier haben wir jedenfalls andere Ansätze gehabt und wir hätten jedenfalls auch unsere Maßnahmen setzen können, wo wir mit einem Preisdeckel, mit einer Mietbeschränkung und so weiter und so fort ganz, ganz aktiv dagegen vorgehen hätten können. Alleine die Regierung wollte es nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Regierung hoffentlich bald irgendwann im Orkus der Geschichte vergehen wird. Vielleicht noch eine letzte Sache, Zuwanderung. Auch hier, glaube ich, braucht man nicht zum Schmiedl gehen, sondern zum Schmied. Das ist in diesem Fall die Freiheitliche Partei. Und wenn wir uns das Jahr 2022 in Erinnerung rufen, dann war es eigentlich ein Katastrophenjahr. Und auch hier meine Kritik nicht nur an der Bundesregierung, sondern auch an den Medien. Man hat es tatsächlich geschafft, das Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2015, wo man noch von einer Asylkatastrophe und Zuwanderungskatastrophe gesprochen hat, hinunter zu lizitieren. Die Medien haben darüber nicht berichtet, aber in Wahrheit müssen wir bei einer Zahl von 112.000 Asylanträgen von einer weitaus größeren Katastrophe sprechen, als es 2015 der Fall war. Sie hat nur nicht medial stattgefunden. Und da stellen wir schon die Frage, was macht die vierte Gewalt im Staat eigentlich in diesem Zusammenhang? Sie schweigt es tot. 112.000 Asylanträge in Österreich. Also das ist was, wo wir uns, glaube ich, sehr, sehr warm anziehen müssen, vor allem, weil man ja auch die Folgewirkungen davon in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen muss. Was bedeutet das für das Sozialsystem? Warum ist das Gesundheitssystem gerade am Kollaps? Was bedeutet es fürs Bildungssystem und so weiter und so fort? Also ich glaube, auch hier haben wir Freiheitliche immer sofort gewarnt, wenn sich solche Entwicklungen abgezeichnet haben. Und auch hier hat der Herbert Kickl im letzten Jahr bereits 23 Sofortmaßnahmen vorgeschlagen, wie man diesem Asylwahnsinn Herr werden kann. Aber alleine, es ist wieder das passiert, das übliche Muster. Die Bundesregierung hat diese Anträge zwar annehmen müssen, das Parlament hat sie bearbeitet, aber in irgendwelchen Ausschüssen versteckt. Das heißt, diese 23 Sofortmaßnahmen, die absolut zu einer Trendwende geführt hätten, wurden schlicht und ergreifend ignoriert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme jetzt schon zum Schluss meiner Ausführungen. 2 Jahre Herbert Kickl. Was hat das in diesem Land bewegt? Was hat das auch mit der FPÖ gemacht? Die FPÖ ist ganz klar
eine Problemlösungspartei in vielen, vielen Hinsichten. Wir haben bei allen Themen, die uns derzeit politisch bewegen, immer Lösungsansätze gebracht. Das hat dazu geführt, dass ein entsprechender Schulterschluss mit der Bevölkerung zustande gekommen ist. Und das hat auch dazu geführt, und das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass sich niemand geringerer als der Herr Bundespräsident bereits dazu herablässt, von antidemokratischen Maßnahmen zu sprechen. Herbert Kickl und die FPÖ haben dem Establishment in den letzten beiden Jahren ordentlich den Marsch geblasen. Es gibt jetzt scheinbar ein bisschen einen demokratischen Gegenwind, aber noch einmal, am Ende bleibt immer die normative Kraft des Faktischen und wir blicken auf eine gute Zukunft für unser Land und einen Volkskanzler Herbert Kickl voraus.